Und damit sind wir gelandet und angekommen in unserem High Security Park. Jetzt können wir weiterbauen. Ich freue mich schon drauf. Das Projekt kommt momentan mega gut bei euch an. Und mir macht es auch richtig viel Spaß. Ich hatte schon lange nicht mehr so viel Spaß bei Jurassic World Evolution. Und ihr habt auch in die Kommentare richtig viele Namensvorschläge und Tipps geschrieben. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ihr habt euch auch sehr an das Motto gehalten. Der meist hochgelikedeste Kommentar, was Namensvorschläge angeht, war, dass ich die Dinosaurier wie folgt nennen soll. Nämlich Testobjekt 001 und so weiter. Testobjekt 002. Und hier vorne die Hybriden, die nennen wir Testkreuzung 001. Finde ich ganz cool. Dadurch kommt halt immer noch ein bisschen mehr dieses Forschungsfeeling rüber, dass die Tiere nicht mal einen richtigen Namen haben, dass man keinen persönlichen Bezug hat und dass lediglich Tiere, die zu Forschungszwecken benutzt werden, sind halt. Es klingt hart, aber ich finde es realistisch und cool. Und bei Gebäuden habt ihr es auch geschrieben, dass ich zum Beispiel die Wachtürme durchnummeriere, einfach Wachturm 001, Wachturm 002. Bei den anderen Gebäuden habe ich tatsächlich noch keine Namen rausgefunden. Hier beim ACU-Zentrum hatte, oder nee, bei der Ranger-Station, hattet ihr geschrieben, dass ich das, oder die Station ACU-Bodeneinheit nennen soll. Aber da war ich ein bisschen verwirrt, muss ich sagen, weil dieses ACU, das ist ja hier vom Helikopterzentrum oder von der Luftunterstützung. Und dieses ACU hat doch bestimmt, die Abkürzung heißt doch bestimmt irgendwas mit Luft oder Helikopter oder so, oder nicht? Also stelle ich mir zumindest so vor. Und deswegen ist das, glaube ich, nicht ganz so passend für eine Ranger-Station. Ist aber halb so wild. Ich will jetzt gar nicht so lange quatschen, weil unser Stegoceratops, der hat noch kein Futter und kein Trinken in seinem Gehege. Ich meine, noch geht's ihm gut. Ich habe ihn vorhin einmal kurz gefüttert, als ich die Dinos benannt habe. Aber das sollte jetzt so fast das sein, worum ich mich als erstes kümmere. Ich zeige euch erstmal einen Tipp, den die meisten hochgeliked haben. Nämlich hat jemand geschrieben, dass ich viereckige Wasserbereich am besten hinbekomme, wenn ich Wasser mache und dann so einen Fischspender nehme, hier rein platziere, das Wasser entferne und dann kann ich den Fieder hier entfernen. Dann hat man so möglichst ein viereckiges Gewässer. Ist leider sehr, sehr groß, ne? Also hier vorne können wir das nicht anwenden, weil, ja, ihr seht ja, das Gewässer ist größer als die Gehege hier für die Dinosaurier. Die tun mir auch echt leid. Ich hoffe, die können mittlerweile trinken, weil das war hier ein bisschen zu klein. Ich habe das nochmal ein bisschen überarbeitet, weil die am Verdursten waren. Aber sieht gerade ganz gut aus von den Werten. Kann man nicht anders sagen. Ich entferne das Wasser mal wieder und dann machen wir uns mal hier auf jeden Fall an die Arbeit. Das ist ganz, ganz wichtig jetzt. Ich habe mir auch so ein bisschen überlegt, wie wir das hier machen. Ich glaube, wir werden hier nochmal so einen eigenen Käfig fast machen. Und da werde ich das Futter auf jeden Fall reinmachen. Das Trinken könnte ich gleich halt wirklich mit diesem viereckigen Dings machen. Ne? Hier ist sogar das Land ein bisschen angehoben, sehe ich gerade, weil ich hier vorhin einmal kurz Wasser drin hatte. Das soll natürlich nicht sein. Ist halt echt blöd, dass ich hier nicht auf der Wasserhöhe gebaut habe. Dadurch wird, wenn ich irgendwo Wasser platziere, immer alles angehoben. Aber ja, können wir jetzt nicht ändern. Ist halt ein bisschen doof gelaufen. Ja gut, ich würde sagen, wir machen... Was haltet ihr davon, wenn wir hier vorne in die Ecke... Machen wir das hier an, dann können wir nämlich sehen, wie weit das geht. Ich will das gar nicht so groß machen. Machen wir bis zu diesem Strich. Und dann machen wir natürlich im rechten Winkel. Ich will das eigentlich so ungefähr gleich vom Abstand haben. Ich mach das jetzt mal nach Augenmaß. Kommt das ungefähr hin? Ja, nicht ganz. Ist auch halb so wild. Ich will hier auf jeden Fall nochmal so einen kleinen Bereich machen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch nicht mittig da rein. Genau so. Und das Tor öffnen wir jetzt. Das ist halt dafür da, wenn man den Stegoceratops mal betäuben muss oder einfangen muss, dass er es gewohnt ist, in diesem Bereich hier zu essen. Wo können wir gar nicht bauen, doch. Genau, also er darf immer nur hier essen. Ich glaube, ich mache sogar mal den Paleo-Dings. Das wäre eigentlich cool, ne? Weil der optisch halt ein bisschen anders aussieht und so ein bisschen mehr Richtung, ist der richtige, ne? Ja. Mehr so Richtung Versuchen und Ausprobieren, was Futterzufuhr angeht, so ein bisschen danach geht. Kann ich jetzt hier eigentlich alles auswählen? Weil ich glaube, das wurde ja gefixt, ne? Nee, ich habe gar kein Dingshaus. Das müssen wir natürlich dann auch gleich noch bauen. Vorher können wir dem kein Futter geben. Bis wir das Haus haben, mache ich hier mal ganz kurz einen normalen Futterspender rein. Bevor wir jetzt hier ans Bauen uns machen, will ich nochmal eben einen anderen Tipp ausprobieren, den ihr mir geschrieben habt. Nämlich habt ihr geschrieben, ich soll in den Sandkasteneinstellungen
den Gästeanzahl-Schwierigkeitsgrad auf Maximum stellen, damit möglichst wenig Gäste in meinen Park kommen und das Ganze so ein bisschen ja, schlechter besucht ist. So soll es ja auch sein. Jetzt muss ich das nur mehr empfinden. Hier, Gästeanzahl-Schwierigkeitsgrad auf schwer. Ich denke, die anderen beiden hier, der ist egal. Aber die Dinosaurierbewertung kann hoch, weil dann kommen natürlich auch weniger Gäste. Und die Vielfalt genauso, weil dann ist der Park schlechter bewertet. Eine schlechtere Bewertung heißt weniger Gäste. Die Sterne hier unten rechts sind uns ja jetzt erstmal per se völlig egal. Einige von euch haben auch geschrieben, dass es ja cool wäre, wenn man nur diese Leute mit weißen Kittel hier rumlaufen haben würde. Also hier diese hier zum Beispiel. Kann man gerade ganz schlecht erkennen. Ich gehe mal kurz hier in den Aufnahmemodus. Hier, diese Person. Das wäre mega cool, kann man aber leider nicht einstellen. Sonst würde ich nur so Personal einstellen, was in meinem Park rumläuft. Das wäre mega nice, geht aber leider nicht. Und ihr habt noch geschrieben, ich soll unbedingt noch einen Schutzbunker hier hinbauen, was auch mega Sinn macht. Wenn mal was schief geht und so ein Hybrid ausbricht, dann sollte man ja auch ja, einen Schutzbunker haben für die Mitarbeiter, dass die nicht ja, direkt angegriffen werden können. Macht auf jeden Fall Sinn. Vielleicht können wir den auch so quer hinstellen hier. Meint ihr, das würde aussehen? Machen wir ganz kurz hier den Weg nochmal weg. Jetzt müssten wir gleich einen guten Einrastpunkt eigentlich haben, wenn wir hier von hier nach da gehen. Nicht geschwungen am besten. Genauso. Und da können wir nämlich jetzt gleich den Bunker dran platzieren. Dann ist er nämlich perfekt platziert. So soll es ja auch sein. Jetzt können wir sogar vorher nochmal glätten, damit das auch passt. Oder hier anpassen von der Höhe. So. So hätte ich es mal gleich machen sollen. Das wäre viel smarter gewesen. Jetzt können wir nämlich einfach den Bunker. Mach den mal so hin. Ist der Eingang nämlich relativ leicht und schnell erreichbar. Finde ich eigentlich ziemlich gut. Genau, den Bunker wollten wir haben. Und ich mache mal jetzt eben den Weg hier weg, weil wir werden wahrscheinlich gleich hier einen richtigen Weg ziehen und nicht mehr diesen provisorischen hier haben. Ich weiß gar nicht, fehlt hier noch irgendein Gebäude, was wir unbedingt brauchen? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Was gibt es denn noch so für Gebäude? Na, diese ganzen Restaurants und so, die sind ziemlich unwichtig. Die hier sind natürlich sehr interessant. Vielleicht könnte man noch hier so ein Ding irgendwie unterbringen. Ich weiß halt nicht, ob das Sinn macht. Ich meine, wir haben hier schon relativ viele Gebäude. Es würde eigentlich ausreichen für den Gebäudekomplex hier. Ich überlege auch, ob wir den Weg hier nicht einfach nochmal die Fläche nochmal so ein bisschen erweitern. Dass wir. Rein theoretisch könnten wir auch nochmal hier rumgehen, ne? Also, dass man hier komplett rumgeht, wäre auch machbar. So. Dann hier lang. Und dann kann man einfach eine große Wegfläche daraus machen. Das könnte echt cool aussehen, glaube ich. Achso, ich habe mir auch noch reingeschrieben, dass hier die. War das an diesem Gebäude? Ich glaube schon, ja. An diesem Gebäude, dass nach meinem Neustart die Erweiterungen weg sind. Ich weiß gar nicht mehr, welche ich da hatte. Die hier? Ich glaube, die hatte ich nochmal und Erfolgsrate vielleicht? Ja, ich glaube so ungefähr. Das sieht ganz gut aus. Wobei ich. Nee, das passt eigentlich. Da brauche ich jetzt nicht mehr groß ändern. Genau. Und jetzt mache ich den Weg nochmal ein bisschen weiter. Dann machen wir jetzt hier noch ein Stückchen nach hier. Problem ist, ich mache das gerade so ein bisschen nach Augenmaß. Das ist, meist dann nicht so gut, weil das dann sehr ungenau ist. Aber ich glaube, ich will bis hier vorne gehen. Bis hier ungefähr. Das wäre cool. Hoffe, ich kann jetzt gleich das Stück hier löschen. Ja. Perfekt. Und dann können wir hier nämlich zurückgehen. Könnt natürlich jetzt auch diesen einen ganzen Bereich noch einzäunen. Problem ist nur, wenn ich jetzt. Ich würde natürlich gerne viel einzäunen, aber das Problem ist, dass Zäune auch Platz und so wegnehmen. Wobei ich das echt so ein. Zumindest minimal so einzäunen könnte, ne? Dass ich hier so einen Zaun drumherum ziehe. Das könnte echt cool aussehen. Aber ich finde, das sieht schon sehr nach so einem Forschungsdings aus. Also ich glaube, das haben wir schon ganz gut hinbekommen. Machen wir hier Elektrozaun? Ne, ich würde sagen, nicht an dieser Stelle. Machen wir mal so. Und dann gucken wir gleich mal, wie das Ganze aussieht. So, hier rechts steht der Zaun schon mal. Ich finde, es sieht cool aus. Das sieht jetzt schon sehr nach einem wichtigen Bereich aus. Ich will aber den Weg hier vorher noch weiterführen, bevor wir den Zaun weitermachen, weil der soll dann ja den kompletten Bereich eigentlich einkreuzen. Also eigentlich könnten wir den Zaun hier auch noch machen oder hier einfach zurückziehen.
Rein theoretisch könnten wir halt wirklich hier einfach den Zaun entlang ziehen dann. Und dann hier ein Tor oder sowas reinmachen, hier vorne. Und dann hier hinten noch und hier hinten angrenzen lassen. Das würde ja eigentlich schon funktionieren. Aber wir machen jetzt erstmal den Weg. Den mache ich auf jeden Fall 2 breit, denke ich. Und das ist natürlich jetzt hier ganz blöd mit dem Zaun. Das ist natürlich jetzt schwierig, weil wir dann das so machen müssen, wenn wir den 2 breit haben wollen. Ist immer ein bisschen umständlich, aber na gut, für das kurze Stück kriegen wir das schon hin, denke ich. Uns jetzt nicht weiter stellen. Wir könnten natürlich auch das Ganze so rum machen, dann geht das. Ist das ein bisschen leichter. Wenn wir erst das linke Stück immer machen. So, perfekt. Ich hätte vielleicht noch nicht die Bäume hier zeichnen sollen. Die sind natürlich jetzt hier ein bisschen im Weg, aber ja, alles halb so wild. Da gibt es echt Schlimmeres. So. Man sieht halt hier jetzt gerade gar nichts, aber ich bin auch gerade zu faul, die Bäume zu entfernen. Ich mache, glaube ich, wirklich halt nur bis hier vorne. Das Problem ist, man kann halt eh nicht direkt an den Zaun ran, deswegen mache ich, glaube ich, eh nur so. Dann passt das eigentlich. Ich weiß nicht, wir könnten hier sogar die Fläche ein bisschen breiter werden lassen. Das finde ich gar nicht so schlecht. Oder? Ah ne, dann können wir hier keine Bäume mehr vormachen, ne? Das machen wir wieder zurück. Ich will natürlich das noch versteckt haben. Also das wäre doof, wenn jetzt die Bäume hier verschwinden. Ah, die verschwinden trotzdem. Oh mein Gott. Ich will halt nicht, dass wir gesehen werden können vom Gewässer aus. Wobei das nur ein See ist, ne? Also so schlimm ist nicht, aber ich würde das schon feiern, wenn das hier dicht wäre. Vielleicht können wir ja mit diesen Bäumen das später abdecken. Dass wir hier 2 davon noch irgendwie hinbekommen. Die sind halt nicht ganz so dicht. Aber dann sieht es nicht so schlimm aus. Vielleicht könnten wir den Weg auch einfach ein bisschen näher ranführen. Der ist sowieso irgendwie ein bisschen schief, oder? So, ich habe den Weg jetzt nochmal ein Stückchen umgelegt hier, aber hier ist trotzdem alles verschwunden an Bäumen. Jetzt ist noch mehr weg. Oh, ich habe auch gerade das entfernt. Oh mein Gott. Ich bin ein Idiot. Oh, wir haben Bäume wieder hinbekommen. Oh, super. Nice. Okay, so geht's schon. So stört mich das nicht mehr. Sind hier wenigstens ein paar Bäume vor. So ist ja schon mal nicht schlecht. Sieht doch super aus. Dann haben wir hier einen Weg. Wobei, wenn wir den Zaun hier nachher noch weiterziehen sollten, dann würde natürlich das Ganze verschwinden. Ich glaube, ich mache den Zaun nur bis hier vorne oder so. Ich denke mal, das sollte ausreichen. Vielleicht können wir hier nochmal ein Stück wegmachen. Dann gehen wir hier vorne einfach hin. So. Perfekt. Es wäre cool, wenn man hier irgendwie noch wie sowas aussieht. Mal. Wäre cool, wenn wir auf dieser Höhe das machen könnten, aber das ist, glaube ich, nicht machbar, ne? Ich glaube nicht. Könnte noch so machen. Das sieht, glaube ich, gut aus. Mal. So. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. So als Abschluss. Ja. Könnten wir natürlich hier auch den Weg noch von der Fläche ein bisschen anders gestalten. Machen wir so. Und das Ganze hier schräg um die Ecke. So, das sieht doch schon viel, viel besser aus. Irgendwie ist hier noch ein Hugel drin, den mache ich nochmal eben weg. Das ist schon echt cool, ne? So zu. Oh, jetzt habe ich gar nicht geglättet. Ich habe einfach erhöht. Auch nicht schlecht gewesen. Hat er seinen Zweck erfüllt. Der Hugel ist weg. Ist echt cool, so ein ganz viel mit Wegflächen und so zu bauen, ne? Es hat schon eine coole Optik, muss ich sagen. Sieht schon nice aus. Hier hinten müssen wir dann natürlich wieder gucken, dass wir das mit dem Zaun dann wieder irgendwie gestalten. Ich glaube, ich habe halt, oder ich möchte es halt gerne so haben, dass hier dann der Zaun wieder abgeht. Vielleicht hier ungefähr. Okay, das scheint zu funktionieren. Vielleicht können wir hier auch noch eine größere Wegfläche machen. Sieht das hier vielleicht auch ein bisschen besser noch aus. Weil wir auch hier noch wieder einen Überwachungsturm oder sowas machen könnten, ne? Könnten hier hinten noch einen hinmachen. Ist ja auch nicht verkehrt. Der nochmal so das Gehege so ein bisschen überwacht.
Das ist, glaube ich, gar nicht so doof. Den dahin platzieren. Und dann mit der Wegfläche nochmal hier schön entlang arbeiten. Ja, so könnten wir das machen. Sieht auch schon ganz gut aus. Jetzt könnten wir hier den Zaun entlang führen. Es gibt nur eine Sache, um die ich mir ein bisschen Sorgen mache, muss ich sagen. Und das zeige ich euch gleich. Könnt ihr euch sicherlich aber schon denken. Ich muss jetzt ja eigentlich... Oh, das wird schwierig hier. Hier einen Punkt zu finden. Könnte halt hier abgehen. Das wäre so das Nächste. Zieh mal möglichst gerade bis hier vorne. So, und jetzt machen wir hier eine gerade Verbindung rein. Aber gerne noch eigentlich... Das Stück haben wir jetzt ja schon. Genau, jetzt haben wir nämlich da kein Unterbrechungsstück mehr drin. Finde ich recht wichtig. So, perfekt. Sieht doch schon sehr, sehr gut aus. Hier hätte ich gerne noch so ein Zwischenstück, wenn wir es hinbekommen. Ne, leider geht das nicht. Natürlich doof. Das ist, wenn wir das hier entfernen. Dann im Nachhinein wieder reinziehen. Gebäudeeinschränkung. Ich glaube, wir kriegen das hin. Wir müssen hier nur so ein bisschen umfriemeln. Dann geht das schon. Zumindest ungefähr. Ja, seht ihr, guck mal. Klappt doch. Das ist nur noch das Austauschen hier. Und dann passt das schon. Sehr gut. Perfekt. Das sieht doch schon richtig gut aus. Genau, das, worum ich mir Sorgen mache, ist natürlich der Platz. Ich meine, guckt mal. Ist jetzt unser erstes Hybridgehege. Also wenn wir hier Nummer 1 hin haben, hier noch irgendwie ein zweites hinbekommen, ja, dann vielleicht hier noch so ein paar, die wir zusammengefasst machen. Wir müssen ja nicht immer jedes Mal so einen Bereich bauen. Also wenn wir hier noch Pflanzenfresser hinbekommen und hier die Fleischfresser, das würde funktionieren. Aber es wird halt sehr eng werden, ne? Also das kann ich jetzt schon sagen. So Leute, jetzt müssen wir hier vorne natürlich noch wieder sowas wie ein Tor machen. Es wäre am besten, wenn wir das irgendwie diese Höhe ungefähr machen, mittig. Das ist der falsche Zaun. Ich will natürlich den hier nehmen. Ich mache jetzt ja erstmal ungefähr den Plan hier. Ich muss wahrscheinlich sowieso noch ein bisschen weggehen, ne? Aber ich kann das ja auch anders gestalten. Es muss ja nicht aussehen wie hier vorne. Hier ist natürlich sehr platzverschwendend, das Tor. Aber so muss ich das ja gar nicht hier machen, ungefähr. Könnt ihr... Machen wir so. Ja, das Stück will ich ja auch eigentlich noch austauschen dann. Genau. Jo, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, und hier vorne machen wir dann, glaube ich, den Bereich. Machen wir zwei nach hier. So. Jetzt habe ich es weggeklickt. Aber ich glaube, so könnten wir es schon fast machen. So, und dann noch ein Stückchen hier mit nach vorne, zwei breit. Dann haben wir hier unseren Eingang in den Bereich. Das sieht doch cool aus, ist ein cooler Bereich geworden, oder? Wir müssen jetzt eigentlich nur noch das Gehege gleich gestalten und dann ist dieser Bereich schon soweit fertig. Wir können ihn jetzt mal eben nochmal wieder provisorisch connecten. So, das Gewächshaus ist fertig, ich habe irgendwelche Pflanzen reingemacht. Wir werden jetzt hier mal was auswählen. Ich werde jetzt extra Pflanzen nehmen, die nicht für den Stegoceratops geeignet sind. Gucken wir mal. Stego, jetzt die Frage, ne? Gehört der zu den Stegosauridae oder gehört der zu den Triz, wie heißen die? Ich weiß es gar nicht. Da, zu den Ceratopsidae. Das ist jetzt eine gute Frage, ne? Ist ja eine Mischung aus beiden, so. Oh, jetzt habe ich irgendwas reingefüllt. Ich dachte, ich habe jetzt hier noch mehr ausgewählt. Ja gut, dann ist jetzt Futter gekommen. Passt schon. Es geht ja auch nur um die Optik, ne? Was da drin ist, ist egal. Aber ich finde, das Futter hier sieht ein bisschen mehr so, ja, nach Versuchen aus. Und dann können wir das hier entfernen. Dann werden wir jetzt gleich auch noch eine vernünftige Wasserstelle anlegen. Ich weiß gar nicht, wie ich das Gehege gestalte, ob ich da viel reinmache oder nicht. Achso, ich habe übrigens hier vorhin noch ein kleines Stück Wegfläche gemacht, damit das ungefähr... gleich hier ist, wie auf der Seite. Also der Bereich, ich finde, der ist schon sehr cool geworden. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den Bereich findet. So, jetzt gestalten wir mal eben hier.
machen hier nochmal flach. Ich weiß, es wird gleich nochmal wieder angehoben werden, weil wir halt nicht auf der Wasserhöhe sind. Ist ein bisschen nervig. Aber ich glaube, den Wasserbereich, den mache ich hier vorne in die Ecke, wenn das geht. So kann ich den hier nicht bauen. Ah, okay. Jetzt geht's. Machen wir mal so. Wobei, hier ist das Tor, ne? Kriege ich den hier in die Ecke noch unter? Denke, ne? Also das sollte eigentlich klappen. Jetzt versuchen wir mal den Trick, den mir der liebe Zuschauer oder einer von euch in die Kommentare geschrieben hat. Damit wir das hier möglichst viereckig hinbekommen. Weil von mir aus kann das ruhig viereckig aussehen. Ist halt künstlich angelegt so, ne? Ist ja auch nicht ganz viereckig dann, aber wird relativ. So, jetzt will ich sogar noch mal ein bisschen überglätten. Weil dann geht sowieso noch mal Wasserfläche verloren. Okay. Dann ist auch nicht weiter schlimm. Lassen wir einfach so ein kleines Becken da. Sollen wir diesen Fischfutterspender da drin lassen? Nee, das macht keinen Sinn. Den entfernen wir auf jeden Fall. Gut, ja, viel mehr will ich gar nicht hier reinmachen eigentlich. Ich will auch jetzt nicht so viele Bäume machen, damit die Sicht nicht so versperrt ist. Aber wir können auf jeden Fall noch ein paar Gräser und so reinmachen. Das reicht eigentlich schon fast, ne? Jetzt hier noch ein, zwei Bäumchen rein. Dann hat sich die Sache für das Gehege. Es muss jetzt auch nicht mega krass gestaltet sein. Ich meine, ist halt nur eine Forschungsgehege. Der Baum ist mir hier ein bisschen zu störend. Aber der geht leider dann nur in die Ecke. Können auch hier gleich manuell einplatzieren. Warum nicht? Machen wir das. Machen wir den. In die Ecke. Ich will die halt auch nicht im Weg oder so platzieren. Damit die Forscher das auch noch vernünftig beobachten können. Ich glaube, viel mehr werde ich hier nicht machen an Bäumen. Das reicht eigentlich aus. Weil dann können die Forscher hier perfekt gucken auf das Gehege. So soll es ja auch sein, ne? Die sollen ja die Dinos gut beobachten können. Vielleicht können wir noch einen kleinen Stein oder so reinmachen. In das Gewässer. So, das geht noch. Und dann können wir nochmal pinseln. Und dann muss aber reichen für den Dino. Ein bisschen Sand können wir hier noch reinmachen. Machen dann aber nochmal. So, das ist nur ganz leicht durchschimmert. Ja, ist schon ein bisschen zu krass, ne? So. Zu krass grün wieder. Bisschen sandig kann es ruhig sein, glaube ich. So. Ich denke mal, das reicht für unsere Testkreuzung 001 völlig aus, um zu überleben. Ich weiß nicht, habe ich das erklärt, wie ich das hier meine? Also wenn man ihn zum Beispiel dann einfangen will, er gerade futtern ist, kann man einfach hier manuell das Tor schließen und dann kann man ihn ohne Probleme betäuben. Das ist zumindest der Sinn dahinter. Oh, ich sollte hier vielleicht noch einen Elektrozaun draus machen. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Macht ja keinen Sinn, ne? Dass der hier nicht elektronisch ist. Innen drin. Ja, perfekt. Okay, öffnen wir wieder das Tor, damit er auch zu seinem Futter kommt. Und dann würde ich sagen, Leute, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Mir hat es richtig Spaß gemacht. Ich finde, der Bereich hier ist richtig cool geworden. Falls es euch gefällt und falls euch das Projekt gefällt, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Falls ihr mehr sehen wollt, dürft ihr auch gerne den Kanal abonnieren. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein. Euer Dani.